Hi, ich bin's Yola. Ich bin mit einer weiteren Success Story für euch unterwegs. Wir sind heute bei Graf. Ihr kennt doch sicherlich so große Regenzisternen, die entweder beim Hausbau in den Garten verbaut werden oder teilweise auch in Baumärkten stehen. Die werden nämlich von Graf hergestellt. Wir sind heute hier, um mal zu schauen, wie unsere Prüfgeräte Graf bei der Herstellung ihrer Produkte unterstützt. Komm einfach mal mit. Wir sind jetzt bei Graf im Labor. Neben mir steht der Laborleiter, das ist nämlich Florian. Hi. Hallo. Und im Hintergrund seht ihr eines unserer Prüfgeräte, das ist nämlich ein ME40. Was macht Graf eigentlich? Graf bekommt hier den Müll, beziehungsweise in dem Fall klassischerweise den gelben Sack, vorsortiert und gewaschen angeliefert. Aus diesem Müll produzieren wir dann unser eigenes Granulat, welches wir dann später in unsere Produkte verwandeln können, wie zum Beispiel Tanks, Versickerungstechnik oder die klassische Regentonne, die man halt so überall kennt und sieht. Warum habt ihr euch für mehrere Prüfgeräte entschieden, unter anderem das ME40 und die RTS? Natürlich, um unsere Qualität oder unsere sehr hohe Qualität an Produkten gewährleisten zu können, haben wir diese Doppelbelegung oder doppelte Prüfung im Endeffekt der Granulate, die wir hier herstellen, um eben zu zeigen oder auch zu wissen, dass wir wirklich die Qualität, die wir produzieren, auch kontinuierlich liefern können, um da einfach den höchsten Qualitätsstandard gewährleisten zu können. Die RTRs laufen bei uns im Extrusionsprozess kontinuierlich während des Prozesses immer mit. Und die ME40 haben wir hier angeschafft, um einen Abgleich der RTR-Geräte erstellen zu können, um auch da eben die Sicherheit zu haben, dass da dann keine Abweichung vorliegt. Dann haben wir in dem Prozess häufig auch Produktionsschwankungen einfach mit drinnen, die das RTR zwar aufzeichnet, aber wir müssen hier immer eine Gegenkontrolle auch machen, ob das auch so misst, wie es soll, ob das mit dem Input, der das haben soll, auch wirklich übereinstimmt. Wie oft werden die Prüfgeräte bei euch eingesetzt? Das RTR-Gerät läuft bei uns 24/6 kontinuierlich im Produktionsprozess mit. Um hier einfach uns auch unsere höchste Qualität gewährleisten zu können, haben wir hier die ME40, die mindestens alle 4 Stunden eine Gegenkontrolle des Granulats durchführen, um auch zu schauen, ob die RTR innerhalb der Produktion richtig messen. Ich habe gehört, dass eure Produkte bis zu 75% aus recyceltem Material bestehen. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Unser Ziel ist es ja, mit dem wir auch ja hier aktiv werben, 100% Greener Planet, bedeutet so viel wie den Kunststoffanteil zu 100% aus Recyclingmaterial zu fertigen. Hängt natürlich auch immer ab, wo man solche Sachen einsetzt. In vielen Produkten haben wir dieses Ziel mit 100% Recyclingmaterial bereits erreicht. Hier als Beispiel die klassische Regentonne, die man so aus dem Baumarkt etc. kennt. Die besteht bei uns mittlerweile schon der Kunststoffanteil zu 100% aus Recyclingmaterial. Wie kann Göttfert euch bei der Problemlösung unterstützen? Wie anfangs schon mal beschrieben, bekommen wir hier Müll bzw. Mahlgut angeliefert. Dieses hat natürlich, wenn man sich so den gelben Sack angucken würde, nicht immer die gleichen Bestandteile an Kunststoff drin. Da fliegen dann zum Beispiel Gartenmöbel rein, der klassische Joghurtbecher. Und hier haben wir einfach große Schwankungen im Input. Und mithilfe des MFI-Gerätes können wir hier einfach die Produktsicherheit und die höchste Qualität, die wir als Anspruch an unsere Produkte haben, kontinuierlich gewährleisten. Gab es allgemeine Herausforderungen oder Probleme, bei denen unsere Prüfgeräte unterstützen konnten? Zum Beispiel das RTR-Gerät konnten wir oder haben wir in unserem Extrusionsprozess implementiert, wodurch wir eine kontinuierliche Prüfung unseres Granulates einfach gewährleisten können. Dies war vorher so nicht möglich. Würdet ihr bzw. würdest du Göttfert weiterempfehlen? Ein ganz klares, einfaches Ja. Wir haben hier einen kontinuierlichen Durchsatz und einen sehr hohen Durchsatz an Probeprüfungen. Das heißt, die Geräte selber sind einem hohen Verschleiß ausgesetzt, den man aber denen durch die Zeit, die wir sie hier schon stehen, noch nicht anmerkt. Das heißt, die Messergebnisse sind immer noch in der Qualität, wie wir es damals eingekauft haben. Und auch was hinsichtlich Service oder Rückmeldung bei Problemen angeht, sehr schnell, sehr gut und wird einem sofort geholfen. Das ist das, was wir hier benötigen. Vielen Dank, dass wir vorbeikommen konnten und unsere Produkte mal im Einsatz sehen konnten. Und danke für die ganzen Informationen. Gerne doch. Schönen Tag. Tschüss. Alles Gute.